Dann begrüße ich alle ganz, ganz herzlich zu unserem Gottesdienst, alle, die hier in die Kirche nach Anhausen gekommen sind und alle, die online mit uns verbunden sind und auch mit uns zusammen Gottesdienst feiern. Ganz herzlich willkommen. Ganz besonders begrüße ich natürlich heute unser Taufkind mit der ganzen Familie, die mitgekommen ist, und Norbert Bleit. Norbert Bleit, dessen Bilder wir in der Kirche hier sehen, am letzten Wochenende. Die Ausstellung ist noch bis heute Nachmittag um 16 Uhr geöffnet. Eigentlich hatten wir heute vor, wieder so Gottesdienst zu feiern wie früher, nämlich dass wir unsere ganze Liturgie, die viele von uns so sehr lieben, wieder singen. Wir haben in dieser Woche uns mit dem Presbyterium darauf geeinigt, dass wir das nicht tun, weil die Inzidenzzahlen einfach zu hoch sind und weil das unserer Meinung nach im Augenblick nicht verantwortlich ist. Wir singen drei Lieder im Gottesdienst mit jeweils zwei Strophen. Heute ist der Volkstrauertag. Wir gedenken der Opfer der Kriege, des Nationalsozialismus, der Gewaltherrschaft. Wir haben vorhin draußen vor der Kirche schon eine kleine Gedenkfeier gehabt mit Ortsbürgermeister Heinz-Otto Zantorp und er hat da auch gute Worte für gefunden. Und auch die Bilder hier in der Kirche, die reden ja auch von Tod und Sterblichkeit, ganz anders, als wir es zum Volkstrauertag hören, aber es geht eben auch um Tod, Totentanz. Ich sage nachher am Anfang der Predigt noch mal ein bisschen was dazu. Das ist ein ernstes und es ist ein sehr zentrales Thema in unserem Leben, zweifelsohne. Der Predigtext für heute aus dem 2. Korintherbrief redet auch darüber und er sagt ja, im Grunde genommen ist unser Leib, mit dem wir hier ja auch in der Kirche anwesend sind, so etwas wie ein Zelt, ein Nomadenzelt, das irgendwann abgebrochen wird, das vergänglich ist. Und dann spricht Paulus aber auch davon, ja, aber es gibt darüber hinaus etwas. Christus hat uns das erstritten. Es gibt ein unzerstörbares Haus im Himmel, sagt er. Also das heißt, wir hoffen darauf, dass Gott unser Leben verwandelt in der Ewigkeit, in der Welt bei Gott. Das ist eine starke Zuversicht. Und in diesem Sinne singen wir jetzt das erste Lied, Morgenglanz der Ewigkeit. Auf den Zetteln haben Sie es und im Gesangbuch ist es die Nummer 450, 1 und 3. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Amen. Wir beten mit Worten aus Psalm 126, der befindet sich auch auf dem Liedblatt. Und wir sprechen gemeinsam. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein.
dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wir beten weiter in der Stille. Herr Jesus Christus, du verwandelst Trauer und Tränen in Freude und Fülle. Hilf uns, mit den Menschen mitzufühlen, die trauern oder die ein Unrecht erleiden. Hilf uns nicht einfach wegzusehen, sondern Trauer auszuhalten und Trost zu geben. Und wenn unser eigenes Leben von Trauer, Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit bestimmt ist, dann komm du neu in unser Leben hinein und verwandle Trauer in Freude. Wir wollen nun auf dein Wort hören und darauf achten, was dir gefällt und danach leben. Amen. Wir hören die Schriftlesung. Lesung aus Matthäus, Kapitel 25, die Verse 34 bis 40. Da wird der König sagen zu denen, zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt an einem diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr an mir getan. Halleluja. Wenn Menschen in der Gemeinde Jesu getauft werden, dann tun wir das, weil Jesus selber gesagt hat: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir wollen gemeinsam den christlichen Glauben bekennen und dazu bitte ich die Gemeinde, wenn es geht, aufzustehen. Wir sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte die Gemeinde, wieder Platz zu nehmen. Als Taufspruch hatten die Eltern ausgesucht für Angelina aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 8, der Beginn. Und da heißt es ganz einfach, die Liebe hört niemals auf. Die Liebe hört niemals auf. Liebe Eltern, liebe Paten, liebe Gemeinde, liebe Angelina, der Taufspruch, den ihr da ausgesucht habt, der ist so voller Hoffnung. Hoffnung für eine Welt, die ja gar nicht unbedingt und immer von Liebe bestimmt ist. Oft geradezu von dem Gegenteil. Und an diesem Tag, wo wir an die Kriegswirren denken und Kriegsschrecken, wird uns das nochmal besonders deutlich. Aber dieser Satz ist auch so wahr. Die Liebe hört niemals auf. Denn die Liebe, das ist ja zunächst einmal die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und diese Liebe Gottes wird auch für Angelina niemals aufhören. Das verspricht Gott heute in der Taufe. Gottes Liebe, das ist wie ein Vorzeichen für euer Kind. Was auch immer passiert, euer Kind ist von Gott geliebt. Und wir wünschen es so sehr, dass sie mit diesem Vorzeichen der Liebe Gottes auch wirklich leben kann, dass sie es spüren kann und da auch wirklich ihre große Lebensfreude drin hat. Die Liebe hört niemals auf, das heißt aber noch etwas anderes, nämlich es hört niemals auf, dass der Sinn des Lebens eurer Tochter, von der Angelina, die Liebe ist. Die Liebe, die sie anderen Menschen geben wird. Geduld, Güte, Freundlichkeit, Sanftmut und so weiter. Jesus Christus beruft sie heute in der Taufe zu einem Leben mit ihm, aber auch eben in dieser seiner Liebe. Und so wünschen wir schließlich eurem Kind nichts mehr, als dass es von den Eltern immer wieder Liebe empfängt, von den Geschwistern immer wieder Liebe empfängt, von der Familie, Oma, Opa, Uropa, Onkel, Tanten und so weiter. Und von allen anderen Menschen auch hier innerhalb unserer Familie, dass sie immer wieder Liebe empfängt und dadurch auch selber ein Vorbild hat, wie Liebe eigentlich ist und was es eigentlich bedeutet, andere Menschen zu lieben. Die Liebe hört niemals auf. Amen. Und so frage ich jetzt die Eltern und die Paten, wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? Wollt ihr also, dass es ein sichtbares und gewissmachendes Zeichen der Liebe Gottes empfängt und zum Leben mit Jesus und seiner Gemeinde berufen wird? So antwortet ja. Und versprecht ihr, nach bestem Vermögen dafür zu sorgen, dass dieses Kind im christlichen Glauben erzogen wird, so antwortet ja mit Gottes Hilfe. Der für heute vorgeschlagene Predigtext steht in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Und gut aufpassen, ich finde, der ist ein bisschen unübersichtlich. Und wer es auf Anhieb nicht ganz versteht, muss einfach die Predigt über auch noch zuhören. So. Da schreibt Paulus, wir wissen ja, unser Zelt hier auf der Erde wird abgebrochen werden. Und dann bekommen wir von Gott eine neue Bleibe, ein Haus im Himmel, das für immer bleibt und nicht von Menschenhand gemacht ist. Und weil wir das wissen, seufzen wir voll Sehnsucht. Wir sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Wir werden dann nicht nackt dastehen, wenn wir einmal aus unserem irdischen Zelt ausziehen müssen. Doch solange wir noch in dem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue einfach darüber ziehen. Dann ginge das,
was an uns vergänglich ist, im neuen Leben auf. Auf jeden Fall hat Gott selbst uns dazu bereit gemacht. Er hat uns als Vorschuss seinen Geist gegeben. So sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns dessen bewusst, solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. In diesem Leben können wir ja nur an Gott glauben, wir können ihn noch nicht sehen. Deswegen ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu gefallen, ganz gleich, ob wir schon bei ihm leben oder noch nicht. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Dann bekommt jeder, was er verdient hat, je nachdem, ob er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat. Liebe Gemeinde, heute sind ja nochmal die Bilder von Norbert Bleit in der Kirche zu sehen und sie sind ja groß, das muss man jetzt gerade mal für die Leute vom Online-Gottesdienst sagen, große Bilder, 2,30 auf 1,80, auf einfache Holzplatten, mit Kohle gemalt, schnell dahin gemalt, damit aber mit viel, viel Schwung. Und natürlich laden wir ein, irgendwie die Bilder heute auch nochmal anzusehen, weil es sind schon sehr sprechende Bilder. Im Grunde genommen ist es so ein Bilderzyklus. Das heißt, es sind Bilder, die aufeinander aufbauen. Da hinten im Seitenschiff, das müsst ihr euch nachher dann angucken, wer jetzt hier vor dem Pfeiler sitzt, im Seitenschiff links, das ist das erste Bild und da sieht man einen Mann, eine Frau, kann man gut erkennen und der Tod drängt sich so dazwischen als ein Gerippe. So. Und im Grunde genommen erzählen dann alle Bilder, hier so rum, auch die drei, die hinter mir stehen, ich meine eine Geschichte zwischen diesen beiden Menschen und dem Tod. So, und das kann jeder und jede für uns selber entdecken. Und dann haben wir am Schluss dieses Bild hier hinten neben dem alten Kircheingang. Und da sind jetzt diese Mann und Frau ganz verschwunden und wir sehen ausgebreitet Christus am Kreuz. Und darunter sehen wir auch den Tod. Und ich finde ja irgendwie, der ist da schon ein bisschen kleiner geworden und auch ein bisschen ängstlicher geworden. Also, schaut's euch nochmal gut an. Und ich meine, der Predigtext, der für heute vorgeschlagen worden ist, die Leute, die den vorschlagen, wissen ja gar nichts von der Ausstellung hier, das passt aber ganz gut. Denn Paulus weiß, das Leben auf der Erde, das ist zerbrechlich und das ist vergänglich, davon spricht er ja hier und es ist vom Tod bedrängt und das Bild, was er da gebraucht, das ist das Zelt, also das Zelt von Nomaden, das dann irgendwann abgebrochen wird und dann ist es eben nicht mehr da. Unser Zelt hier auf der Erde wird abgebrochen werden. Aber nun gibt es mehr, nicht? Das hatten wir auch gehört. Paulus rechnet damit, dass es eben dieses Haus im Himmel gibt. Er redet von einer himmlischen Behausung. Und es geht darum, dass er sagt, und Gott wird unser Leben verwandeln. Gott wird diesem vergänglichen Leben, diesem vergänglichen Leib, einen unvergänglichen Leib entgegensetzen. Und hier ist das schon ein bisschen angedeutet in diesem Bild, nicht? Also der Tod ist da schon nicht mehr, der ist noch da, der ist auch ein bisschen gruselig und so, aber der ist schon nicht mehr ganz so mächtig, wie er auf den anderen Bildern noch ist. Also so empfinde ich das jedenfalls. So, und das ist die große biblische Hoffnung. Gott wird unser Leben verwandeln in ein unvergängliches, in ein ewiges Leben. Und Paulus sagt, darauf dürfen wir hoffen. Wir dürfen darauf hoffen, weil Christus uns mit durch seinen Tod uns mit Gott versöhnt hat. Und wir dürfen darauf hoffen, wenn wir diese Versöhnung auch für uns persönlich annehmen. Kurze Zeit später schreibt Paulus dann so einen Ausruf, nicht? Lasst euch versöhnen mit Gott. Darum geht's. Unser Leben ist irgendwie ausgespannt, nicht? Zwischen Geburt und Taufe am Anfang oft, nicht? Und unser Sterben und der Ewigkeit. Das Leben ist irgendwie aufgespannt zwischen Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit. Und zwischen einem vergänglichen Leib und einem neu von Gott geschaffenen unvergänglichen Leib. Wie wir in dieser Spannung leben können, dazu gibt es jetzt drei Punkte. Erstens, die Zuversicht ist stärker.
Das Leben hat ja seine schönen Seiten, seine wunderbaren Seiten, zweifelsohne. Und das gilt, die immer auch wieder zu entdecken, dafür dankbar zu sein und das Glück, das uns geschenkt wird, auch wirklich dann im Leben anzunehmen. Und daneben gibt es aber eben auch die anderen Seiten des Lebens, über die wir oft nur seufzen können. Hans-Otto Zamtow hat ja vorhin schon die Corona-Pandemie mit all dem, was uns da beschwert, mit Toten, mit all dem anderen auch angesprochen und uns nochmal vor Augen geführt. Oder wir denken, hier im Internet werde ich das jetzt nicht weiter nennen, viele von uns kennen den Arzt in Afrika, mit dem ich gut bekannt bin, und der baut eine Klinik auf, hilft Menschen, die wirklich in Not sind. Und dann kommt ein Bürgerkrieg und das Leben verändert sich, er muss flüchten und so weiter. Da kann man nur seufzen. Oder Streit in der Familie, einfach Streit in der Familie und die Familie entzweit sich. Oder auch Streit zwischen Freunden. Oder ein Mensch merkt, ich werde alt und gebrechlich. Menschen seufzen oder stöhnen dann unter der Last des Lebens. Das Leben wird dann immer wieder mühsam, kräfteraubend und so weiter. Und Paulus sagt, uns Christinnen und Christen geht es ja mit nicht anders. Ihm geht es selber auch so. Und er seufzt und stöhnt, denn er weiß, aber es gibt ja auch noch etwas anderes. Jetzt ist mein Leben hart und schwer, sagt er, aber es gibt noch etwas anderes. Es gibt noch das unvergängliche Leben. Und weil wir das wissen, seufzen wir voll Sehnsucht, sagt er. Das unvergängliche Leben, also das, was er das Haus im Himmel nennt, die himmlische Behausung, das wird Christus allen schenken, die sich mit Gott haben versöhnen lassen. Und Paulus sagt, und danach sehne ich mich, das ist sozusagen Ziel aller meiner Hoffnung. Darauf will ich den Fokus meines Lebens setzen. Ich meine, wir sehen uns oft nach ganz anderen Sachen, nicht? Wir sehen uns nach ewiger Gesundheit. Es ist schon merkwürdig, aber danach sehen sich Menschen. Und nach absoluter materieller Absicherung, finanzieller Absicherung, damit uns ja nichts zustoßen kann. Oder wir sehen uns nach einem Leben prallvoll mit Events und Erlebnissen. Oder manchmal sehen wir uns danach, auch Rache an unseren Feinden üben zu können. Darauf sind wir fokussiert. Und Paulus rät dann eben aber etwas anderes. Wir sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Und er sagt, so kannst du im Hier und Jetzt zuversichtlich leben. Und so lebt Paulus, der auch ein schweres Leben hat, so lebt Paulus auch in diesem ganzen Hier und Jetzt, das oft bedrückend ist, doch mit großer Zuversicht. Er sagt, so sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Denn, so sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Und er sagt, leb im Vertrauen auf Gott. Du kannst Gott noch nicht sehen, aber du kannst ihm doch heute schon vertrauen. Das ist schon eine Menge. Und lebe in der Hoffnung auf dieses himmlische Haus. So kannst du in jeder Lage zuversichtlich sein. Auf Gott zu vertrauen, auf Jesus, auf den Heiligen Geist zu vertrauen, das macht unser Leben immer wieder frisch. Das macht das Leben immer wieder hell. Das macht das Leben immer wieder froh. Auch dann, wenn es vieles noch zu beseufzen gibt. Der zweite Punkt heißt Ehrensache. Ehrensache. Was fangen wir jetzt mit der Zukunft an, mit der Zuversicht an, die uns Menschen ja wirklich beflügeln kann? Was fangen wir mit dieser Zuversicht an, dass wir ein Haus im Himmel haben? Für Paulus wird es dann ganz schnell, ganz praktisch und ganz konkret und ganz diesseitig. Ich lese uns das nochmal vor. Deswegen ist es für uns eine Ehrensache, Christus zu gefallen. Eine Ehrensache, Christus zu gefallen. Und was gefällt Jesus? Wir haben das ja vorhin in der Schriftlesung gehört, nicht? Was ihm gefällt. Nämlich den Hungrigen was zu essen zu geben, den Durstigen was zu trinken zu geben, die Fremden aufzunehmen, die Nackten zu kleiden, die Kranken und die Gefangenen zu besuchen. Die himmlische Zuversicht treibt uns heute dazu, das zu tun, was Jesus Christus gefällt. Liebe zu üben, Gutes dem Bösen gegenüberzusetzen, Frieden zu stiften. Am heutigen Volkstrauertag treibt uns die Zuversicht auf Gott daran, wirklich der Millionen von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft des 20. Jahrhunderts zu gedenken. Das alles nicht zu vergessen und als ein von gestern irgendwie abzutun.
die Erinnerung an all das Unrecht, das geschehen ist, auch wirklich wachzuhalten. In diesem Jahr ist 80 Jahre her deutscher Überfall auf die Sowjetunion. Im Sommer 1941 ist das gewesen. Es heißt am Volkstrauertag, dass wir für Versöhnung eintreten und dass wir Frieden stiften. Und jetzt sieh einfach dein Leben an und frag dich, wie kann ich heute oder wie kann ich in dieser Woche so leben, dass es Jesus Christus gefällt? Und da, es fällt jedem was ein, nicht? Und dann ist immer der Trick, beginn es auch, jeden Tag. Paulus sagt ja, für uns ist das eine Ehrensache. Und das heißt, wir tun das nicht, um Gott gnädig oder gefügig zu stimmen. Wir tun das nicht, um uns irgendwie die Versöhnung mit Gott zu verdienen. Das wird auch gar nicht funktionieren und das ist auch gar nicht nötig, denn die Versöhnung hat Gott in Jesus Christus geschaffen. Schon vor 2000 Jahren, die beiden Kreuzesbilder hier in der Kirche und auch die Kreuze, die heute Morgen für die Menschen hier gesegnet worden sind, die erinnern ganz genau daran. Es ist schon, Gott hat schon alles getan. Da brauchen wir nicht nur mit guten Werken hinterher zu helfen. Es ist schon alles getan. Das ist ein Faktum. Aber gerade deshalb wollen wir nun so leben, dass es Jesus Christus auch gefällt. Ehrensache. Drittens, der Lohn für das Gute. Der Lohn für das Gute. Oft scheint es ja so, dass das Leben, das Gute, das Menschen in die Welt bringen, ganz schnell auch wieder verpufft. Vielleicht geht es uns in unserem eigenen Leben auch so, wir bringen Liebe in die Welt und dann verpufft es einfach so. Oder wir setzen uns für Frieden ein und es wird doch kein Friede. Jemand zieht seine Kinder auf und dann hinterher halten die Kinder gar nichts mehr von den Eltern. So Geschichten haben wir, glaube ich, alle schon mal irgendwie gehört. Oder eben nochmal der von mir erwähnte Arzt, den, glaube ich, viele auch gut kennen. Nicht? Agiert da eifrig, sehr eifrig und dann passieren dumme Dinge und dann passiert Unrecht und dann ist irgendwie das, was einer da an Gutem getan hat, das ist so wie verpufft. Also Menschen suchen wirklich so zu leben, dass es Jesus Christus gefällt. Aber dann hat es irgendwie keine richtige Resonanz, dann hat es keine Wirkung, es hat keine Auswirkung, Wertschätzung, es wird irgendwie wieder platt gemacht. So, und darauf bezieht sich jetzt hier der letzte Vers, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Dann bekommt jeder, was er verdient hat, je nachdem, ob er zu Lebzeiten Gutes getan hat oder Böses getan hat. Und ich rede mal jetzt hier nur von dem Guten. Also viele Ausleger sind der Meinung, dass hier mit diesem Bibelvers jetzt nicht irgendwie das Endgericht angesprochen ist, also wo es um die Teilhabe am ewigen Leben geht und wo das entschieden wird. Denn wie gesagt, die Teilhabe am ewigen Leben, die Teilhabe am Haus des Himmels, das verdienen wir uns überhaupt nicht durch gute Werke. Das können wir uns auch nicht kaputt machen durch böse Werke, sondern das schenkt uns Gott, wenn wir ihn darum bitten. Hier geht es meiner Meinung nach, und viele Ausleger sind der gleichen Ansicht, hier geht es meiner Meinung nach darum, dass Jesus Christus einmal all das Gute ans Licht bringen wird, was im Leben eines Menschen getan worden ist, was in deinem Leben auch getan worden ist. Und jeder und jede bekommt dann das, was er dafür verdient hat, für das Gute, was er oder sie getan hat. Ich stelle mir das vor wie eine große Würdigung da vor diesem Richterstuhl Christi. Für das, was ein Mensch Gutes getan hat. Wie Wertschätzung, Lob, Anerkennung. Das Gute, das wir tun, lässt Gott nicht einfach im Nebel der Geschichte wieder verschwinden. Die Güte, die wir üben, die Liebe, die wir oft üben, die Geduld, die Barmherzigkeit und Sanftmut, Gott will das nicht einfach im Nebel der Geschichte und der Ewigkeit irgendwie verpuffen lassen. Sondern es bleibt bei ihm erhalten und am Ende entfaltet all das, was wir getan haben, in der Welt Gottes eine gute Wirkung. Also nochmal, der Tod ist in der Tat eine Macht in unserer heutigen Welt, daran erinnern uns auch die Bilder. Aber die Macht Gottes, die stärker ist als der Tod, die wirkt, das Bild vom Haus im Himmel.
Und das soll unsere Zuversicht sein. Auch wenn wir hier auf Erden leben, ist das unsere große Zuversicht. Und in dieser Zuversicht wollen wir das tun, was Jesus Christus gefällt. Unsere Taten werden dann, das, was wir dann da tun, unsere Taten erkaufen uns nicht den Himmel, garantiert nicht. Aber Gott wird diese Taten aufheben und vor dem Richterstuhl Christi wird er es loben und es wird in die Ewigkeit eingehen als etwas, das wirklich eine Macht ist. Amen. Jetzt singen wir das nächste Lied, Seid fröhlich in der Hoffnung. Wir danken für die Kollekten vom letzten Sonntag, für die Klostermühle 129,82 Euro und für die Indische Bibelgesellschaft 114,81 Euro. Am Ausgang, an den beiden Ausgängen, sind jeweils zwei Kollektenkörbchen. Auf dem einen steht drauf Kindergärten, da sammeln wir überraschenderweise dann für unsere Kindergärten in Anhausen und Rüscheid. Auf dem anderen steht Ausgangskollekte drauf, da sammeln wir für die Aktion Sühnezeichen. Aktion Sühnezeichen, das sind vor allem freiwilligen Friedensdienste, die sich eben genau mit dem Thema des Volkstrauertages beschäftigen und die Versöhnung schaffen, sich um Kriegsgräber kümmern und so weiter. Wer Neukirchener Kalender oder Losungen haben möchte, melde sich bitte im Gemeindebüro an. Bestellzettel, jetzt am Ausgang sind ganz viele Zettel, Bestellzettel am Ausgang. Dann, ich sagte ja schon, den Bilderzyklus kann man bis 16 Uhr noch anschauen. Und hinten liegt auch aus der Einführungsvortrag von Frau Dr. Ute Hartmann. Der ist sehr zu empfehlen. Mir hat das überhaupt erstmal für vieles auf den Bildern den Blick geöffnet. Am Freitag, den 26.11. um 19 Uhr, veranstaltet die Bücherei wieder ein Bookcasting. Was das genau ist, erklären Handzettel am Ausgang. Übrigens, heute ist die Bücherei auch noch bis 11.30 Uhr geöffnet. Dann gibt es auch noch Flyer für den nächsten Jugendgottesdienst, Samstag vorm ersten Advent. Und auch schon für ein Konzert am 3.12., Freitag, den 3.12., da kann man auf den Flyern am Ausgang, findet man alle weiteren Informationen. Dann zum Schluss noch herzliche Einladungen zum Gottesdienst am Mittwoch, den Buß- und Bettag, 19 Uhr. Und dann am kommenden Sonntag, Totensonntag, Ewigkeitssonntag, 10 Uhr auf dem Friedhof. Also nicht hier in der Kirche, sondern auf dem Friedhof feiern wir einen Gottesdienst und gedenken auch derjenigen, die aus unserer Gemeinde verstorben sind. Dazu bitte auf jeden Fall im Gemeindebüro anmelden. Und jetzt bitte ich alle zum Fürbittengebet aufzustehen und Ingrid Wiens nach vorne.
Lieber Vater, heute denken wir an die Millionen Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft weltweit. Ändere du den Sinn der Menschen und lass sie erkennen, wie sinnlos dieses Töten ist. Die vierte Corona-Welle wächst gerade an, die Infektionszahlen sind beängstigend. Bitte erlöse deine Menschen doch von dieser Bedrohung. Und lass uns alles tun, nicht auch selbst noch zur Verbreitung beizutragen. Schenke du auch Lösungen für die schreckliche Situation an der weißrussisch-polnischen Grenze. Hilflose Menschen werden zwischen Staatsinteressen zerrieben. Herr, erbarme dich. Die Weltklimakonferenz geht zu Ende und die für unsere Erde lebensnotwendigen Vereinbarungen wurden nicht im erforderlichen Umfang getroffen. Lass bei uns allen die Einsicht wachsen, dass wir bei einem Weiter-so deine schöne Erde immer mehr zerstören und dass jeder etwas dazu beitragen muss und kann, sie lebenswert für unsere Kinder und Enkel zu erhalten. Wir bitten dich für die kommende Regierung, dass die Verantwortlichen sich, insbesondere was die Klimagerechtigkeit angeht, auf gute und menschenfreundliche Vorhaben einigen kann. Herr, sei du bei den Kranken, Sterbenden und Trauernden. Hilf ihnen und tröste sie mit der Hoffnung auf ein Leben bei dir. Segne du auch unser Taufkind Angelina und lass sie in Liebe leben. Alles, was uns noch am Herzen liegt, bringen wir in der Stille vor dich. Und gemeinsam beten wir, unser Vater, du bist im Himmel. Gemeinsam beten wir, unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bitte nehmt nochmal Platz.